Alles klar, Leute. Dann lasst es uns probieren. Alles klar, den ersten haben wir down. Und den zweiten auch. Alles klar. Sehr nice. Ich habe das natürlich nicht beim ersten Mal geschafft, auch wenn es jetzt sehr einfach aussah. Das war jetzt der, keine Ahnung, ich glaube, vierte Versuch. Ich habe das zuerst mit dem Entdecker probiert. Nochmal mit dem Entdecker probiert. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich habe auf jeden Fall direkt gemerkt, okay, das ist nicht so das Wahre. Und dann habe ich mal nachgeschaut, womit man das am besten machen kann. Und logisch, mit der Feuerfähigkeit kann man es am besten machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, dass Feuer einfach effektiv gegen Eis ist. Aber auf jeden Fall hat mir die Feuerfertigkeit auch bei den anderen Gegnern sehr gut geholfen, weil wenn man die lang genug mit dem Feuer anspuckt, dann fangen sie an zu brennen und bekommen nach und nach immer mehr Damage. Und wenn man dann auch noch weiter auf die drauf speit, dann wird der Damage richtig krank. Also Feuer ist hier auf jeden Fall die Wahl, um die Challenge relativ easy schaffen zu können. Okay, Leute, dann lasst uns mal auf zum Boss. Auftritt des Bestienkönigs. Let's go. Und das Gebäude sah schon echt nice aus. Oh, Alter. Okay, das sieht sick aus. Hier ist eine Maxi-Tomate. Wir haben auch eine dabei. Aber die auch eher, weil, ja, weil ich es kann. Einfach nur, um die dabei zu haben, falls ich irgendwie off-cam was aufnehme, was nachholen muss. Dass ich dann mich heilen kann im Notfall. Aber hier im Let's Play werden wir die nicht benutzen. Ich möchte natürlich hier auch mich links und rechts die ganze Zeit umschauen. Und da sind Käfige auf jeden Fall. Das sind einige Käfige. Ja. Hier scheinen wohl auch sehr viel. Ist das DDD? Das sieht nach DDD aus. Oh, jawoll, geil. Königlicher Erzfeind. König DDD. Boah, Alter, die Musik. Und was ist mit ihm? Er hat so extrem rote Augen, als wäre er von irgendwas besessen. Und? Aua, scheiße. Da seht ihr jetzt mal. Ach, du Drecksack. Da seht ihr jetzt mal, wie heftig der Damage mit dem Feuer sein kann. Wenn man weiter drauf hält. Scheiße, ich
krieg's irgendwie nicht hin, vernünftig auszuweichen. Liegt auch daran, dass ich gerne die Flammen auf Maximum haben möchte und es ist mir gelungen. Oh, Alter, ne? Sorry, aber ein Moment. Ich muss mal eben die Lautstärke etwas hochdrehen. Das ist viel zu geil. Ich liebe die DDD-Musik. Und ich denke, da wird es vielen von euch genauso ergehen. Holy shit! Was ist mit dir los, DDD? Alter! Irgendwas hat von ihm Besitz ergriffen, das spürt man. Und bei mir laggt es extrem. Ich hoffe, das ist bei euch nicht genauso. Und da ist er down. Also wenn ich ihn machen muss, ohne getroffen zu werden, dann RIP. Haben muss ich wahrscheinlich, ne? Besiege den Boss innerhalb von 1,30. Können wir ihn einsaugen? Nein. Okay. Du hast die Sucherbombe Blaupause erhalten. Bring sie zu Waddle Dees Waffenladen, um damit die Spezialpower Bomben zu entwickeln. Oder weiter zu entwickeln, besser gesagt. Was? Suchbomben? Das sind dann so Raketen, die wir abfeuern können, oder wie? Hört sich auf jeden Fall geil an. Alles klar. So, dann sag mal, was ist hier los? Hä? Okay. Verschlucke König DDDs Hammer? Und ja, man hat direkt gesehen, dass er was vorhat. Der verschleppt Elphilin. Hä, verschlucke König DD. Das müssen wir dann machen, nachdem er die Säule gegriffen hat, oder? Oh, und als nächstes gibt es anscheinend eine Wüstenwelt. Origines-Wüste. Mhm. Elphilin wurde von König DDD entführt. Erkunde das nächste Gebiet und rette Elphilin. Oh, das fühle ich tatsächlich. Auf die Wüste habe ich echt Bock. Aber wir müssen noch den Rest der Eiswelt abschließen. Ah, okay. Dann lasst uns nochmal rein. Ich wünschte, ich könnte zwei Aufgaben auf einmal abschließen. Aber ich denke, es wird nur sehr schwer möglich sein. Zumindest kann ich mir gut vorstellen, dass ich es nicht jetzt direkt schaffe, ohne getroffen zu werden. Ich denke, das ist halt auch eine Aufgabe, die es zu bewältigen gibt. Ach Mann, Kirby, jetzt mach doch! Die Joy-Cons spacken schon wieder rum. Mann, was soll das denn? Ich hocke hier direkt vor der Scheißkonsole und Kirby will nichts machen, Mann. Was soll das denn? Ich drücke B und Kirby greift nicht an, Mann. Was? Warum?
glaube, ich hätte das sogar geschafft. Und ja, jetzt hat er seinen Hammer nicht mehr und jetzt müssen wir ihn verschlucken, richtig? Nee. Hä? Du Scheiße, Alter. Okay, Können wir ihm den Hammer entreißen vielleicht? Hallo? Wie geht das denn? Wenn hier die ganze Zeit Sterne spawnen, kann ich das auch nicht ausprobieren, Mann. Er wirft sich voll in mich rein. Ja, nee, mit den Sternen geht das nicht. Okay, so funktioniert das auf keinen Fall. So, alles klar, Leute. Ich habe jetzt offcam nachgeschaut, wie man den Hammer bekommt, ganz in Ruhe. Und ich habe es eigentlich direkt bemerkt. Wenn man ein bisschen mehr Ruhe hat, dann sieht man es auch direkt. Und es ist, wie ich schon dachte, so, dass man Hammer nehmen muss, wenn er zur Säule wechselt. Aber schon davor, direkt, wenn er ihn fallen lässt. Und nicht erst, nachdem er die Säule eingesammelt hat oder so. Ja. Und gleichzeitig habe ich mir auch überlegt, wie ich das machen werde mit den Challenges. Ich werde jetzt natürlich erstmal probieren. Ah, da ist er. Wir haben den Hammer. Wunderbar. Oh. Und die Feuerfertigkeit verschwindet direkt. Schade. Ja. Ah, nee, da ist sie. Da ist sie. Was wird das? Werde ich hier getroffen? Nein. Also wenn ich in der Luft bin, werde ich nicht getroffen. Sehr gut. Und ich weiß nicht, wie nah ich an ihn ran darf. Oh, Alter. Boah, Alter. Komm, mach ihn fertig. Die Flammen. Die Flammen. Jawohl. Als ob. Als ob. Und besiege den Boss ohne zu blocken. Okay. Ohne zu blocken. Und besiege den Boss, ohne Schaden zu erleiden. Alles klar, Leute. Damit haben wir alle restlichen 3 Aufgaben abgeschlossen. In einem Durchgang. What the hell? Ich habe mir schon überlegt, ja, dann mache ich halt erstmal die Hammeraufgabe und dann schaue ich erstmal, was die anderen Aufgaben sind und so weiter. Und ich krieg sie einfach alle. Alles klar, Mann. Let's go. Ja. Das davor werde ich euch natürlich irgendwie zusammenschneiden müssen. Weil, ich weiß nicht, ob ich da auch vernünftig kommentiert habe und so weiter. Und ja, sich die Versuche einfach immer wieder anzuschauen, ist natürlich lame. Also ich werde das dann noch alles zusammenschneiden. Aber der Durchgang war mega geil. Du hast alle Waddle Dees im Gebiet Winterkuppe gerettet. Alles klar. Gut, dann würde ich noch sagen,
machen wir hier die zwei verbliebenen oder gerade verfügbaren Straßen der Schätze. Bremskugelblitz, das ist eine... Ach ja, stimmt, das muss ich noch nachholen. Und Metanite-Schwert. Haben wir das? Finde ich die Blaupause? Haben wir ihn gefunden? Ich weiß es nicht. Ich werde die auf jeden Fall noch nachholen und ich denke, das werden wir dann im nächsten Part machen oder im übernächsten oder was auch immer. Wir werden das auf jeden Fall nachholen, keine Sorge. Aber jetzt kommt erstmal der Glühbirnenstopfer-Schatz. Leuchten und suchen im Geisterlabyrinth. Okay. Zeitvorgabe hierfür sind 1 Minute und 10 Sekunden. Und was passiert hier? Es ist egal, welchen Weg wir nehmen. Nein, aua. Scheiße. Achso, wir dürfen getroffen werden, ne? Stimmt, stimmt, stimmt. Wir dürfen ja jetzt getroffen werden. Au. Warum? Warum will ich darüber? Ja, okay. Ich glaube, 50 Sekunden dürfen übrig bleiben am Ende. Und hier komme ich nicht weiter. Ich komme hier eiskalt nicht weiter. Wow. Cool. Also habe ich bisher immer... Mann, den richtigen Weg gewählt. Aus Zufall. Und ich muss mir am besten merken, welchen Weg ich nehme. Okay. Dann, machen wir jetzt einmal rechts. Ich glaube, ich bin einmal rechts gegangen. Ach so, Moment, da ist ja sogar ein Schild. Da ist ja sogar ein Schild. Und links müssen wir jetzt her. Okay, 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 dann los. Haut ab. Was tust du, Kirby? Mann! Was? Warum? Warum bin ich denn da jetzt so komisch abgerutscht? So eine Scheiße, Mann. So eine dreckige Scheiße. Okay. Aber wir müssten jetzt ziemlich schnell vorankommen. Aua. Jetzt weiß ich natürlich, wo wir her müssen bei den ersten zwei. Haut ab. Wegstacheln, Alter. So, und beim dritten war es links. Und dann nochmal links. Das habe ich mir merken können. Dann hau ab, hau ab, hau ab. Hä? Da hinten ist was. Da hinten ist was. Mann, als ob. Wie gemein. Komm, mach voll. Okay, schön. Nicht komplett durchdrücken. Sondern immer nur so lange, bis das Ding voll ist. Und man muss sich hier echt beeilen. Darf am besten nicht failen. Hier ist das Ding jetzt in der Mitte, also der Weg ist hier in der Mitte. Okay, dann gehen wir daher, machen hier das Teil voll. Bringen hier schnell rüber. Jetzt links, so. Ein Aua, scheiße. Komm, mach. Bring mich darüber. Okay, schön. Schön, schön, schön. Immer nur so lange drücken, bis das Ding voll ist. Jetzt geht
gehen die Viecher hoch, okay. Und wir dürfen es easy bekommen. Jawohl. Das ist es, oder? Das waren ja jetzt eine Minute. Ja, eine Minute drei. Alles klar. Ist easy machbar, nur man muss halt erstmal hinter das Konzept kommen. Und wenn man sich die Wege eingeprägt hat, ist es mega einfach. Gut, dann jetzt zum Eisschatz. Zielzeit 45 Sekunden, okay. Ja, dann lass mal reinhauen. Vereiste Straße, rasante Rutschpartie. Hä? Okay, anscheinend wieder ein Speedrun-Level. Das ist cool. Da habe ich ziemlich Bock. Aua. Man darf sich, glaube ich, kein einziges Mal treffen lassen, kann das sein? Scheiße. Ja, auf jeden Fall nicht überrollen lassen. Scheiße, so ein Dreck. In 45 Sekunden dürfen, glaube ich, auch nur übrig bleiben. Autsch. Wow. Wow. Ganz stark. Super. Okay, beim letzten Hindernis muss man, glaube ich, tatsächlich seine Fähigkeit einsetzen und alle Viecher wegrollen. Okay, nice. Läuft gut. Scheiße, wie soll man denn da durchkommen? Okay, 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 okay. Schön, schön. Ja, da sind wir jetzt aber echt gut durchgekommen. Also man darf sich auf keinen Fall von diesen Felsen überrollen lassen, sonst hat man eigentlich keine Chance mehr. Ein-, zweimal treffen lassen ist okay, aber wie gesagt, auf keinen Fall überrollen lassen. Okay, Leute. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis demnächst und ciao.